Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unseren Teachers. Wir sind hier mitten in den Umbaumaßnahmen. Mittlerweile sieht das Haus von außen wieder aus wie ein Haus. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Aber von innen, mussten wir die Hilfe unserer Verwandtschaft in Anspruch nehmen, damit wir hier noch eine Wand mehr einziehen können als eigentlich geplant. So, wir haben jetzt auch überall Türen drin. Jetzt geht's hier langsam aber sicher ans muntere Einfärben. Da haben wir ja mal besonders viel Spaß bei. So, wir behalten auch die Holztöne bei, weil das irgendwie, finde ich, ganz hübsch passt. So, hier die Halbwand haben wir ready. Sehr schön. Dann mal zur nächsten. So, sehr gut. Und das da auch noch. Perfekt. Ich überlege gerade, wir haben ja hier momentan diese Betontreppen. Ob wir die hier geschickt in eine Holztreppe verwandeln können. Wie sieht es aus? Stimmt die Richtung? Ich sehe nichts. Ja, sieht sehr gut aus. Sehr schön. Dann packen wir das hier mal überall drauf. Komme ich da ran? Ich hoffe. Na. Jetzt habe ich es irgendwo draufgepackt, aber ist ja Gott sei Dank dasselbe. So, sehr schön. Dann haben wir das da an der Stelle jetzt auch fertig. Ich überlege gerade, können wir ein Treppengeländer anmachen, ohne dass es das alte ist? Ich spiele momentan so viel Sims 2, ich bin mir sehr unsicher, was ich tun kann und was nicht. Okay, kann ich tun. Sehr schön. Ich hätte gerne hier dieses Standardgeländer. Oh Gott, die Sonne blendet hier gerade voll auf meinen Monitor. Ich sehe überhaupt nicht, was ich tue. Ah, okay, ich habe da jetzt gerade das Geländer angebracht. Das wollte ich nicht. Ich wollte nach hier oben. So, sehr schön. Das hat funktioniert. Dann packen wir das jetzt mal hier drauf, hoffe ich. Hallo? Na? Ah. Habe ich das jetzt darauf gepackt? Ich bezweifle das. Hallo, Geländer. So, jetzt haben wir das. Sehr schön. So, die Frage ist, brauchen wir das jetzt nochmal unten? Vor allem hier haben wir das Geländer ja auch, ne? Es müsste ja fast dieselbe Farbe sein. So, ich kriege dieses Geländer gerade nicht. So, da ist es. Hier wollte ich nichts anbringen. Das macht für mich keinen Sinn. Aber hier vielleicht nochmal. So. Sehr gut. Hier wollte ich auch die Wandfarbe gerne nochmal entfernen. So, wir haben jetzt hier erstmal unseren Riesenkeller. Ne? Da machen wir jetzt natürlich erstmal nichts. Vielleicht verkleinern wir den Keller auch nochmal. Der war jetzt erstmal nur so zur Probe da. Deswegen stören wir uns mal nicht weiter dran. So, hier haben wir auch noch Wandfarbe. Die können wir da später dann noch reinpacken. So, dann stimmt das schon mal. Und hier innen, wie gesagt, machen wir, wenn wir wissen, was da überhaupt hinkommen soll. So, generell würde ich gerne jetzt hier das Innere ein bisschen mit dem restlichen Geld verschönern wollen. Zuerst gehen wir dafür jetzt mal in unseren Umzugskarton, ja, und gucken mal, was der für uns bereithält. Mich ärgert gerade auch hier, dass wir hier keine Gerade haben, ne? Hier hätte man echt gut eine Küchenzeile langlegen können. Jetzt ist das eher schwierig. Aber machen wir doch lieber hier das Wohnzimmer und hier in die Küche. Ich muss nachdenken. Ich glaube, wir machen doch hier das Wohnzimmer. Ich finde es einfach schöner, die Küche hier lang zu packen. Dann haben wir schön offen so, ne? Kann man noch einen Essbereich mit reinklatschen hier. Finde ich irgendwie schöner. So, hier haben wir immer noch eine Wandfarbe dran. Wäsch damit. So, zurück zu unserem Umzugskarton. Heißt, wir packen jetzt mal hier irgendwo einen Kühlschrank hin. Ne? Besser einen haben als keinen. Hier können wir erstmal unsere Stühle und den Tisch platzieren. Dann haben wir da schon mal was. Sehr gut. So, hier haben wir noch einen Schreibtisch. Den können wir auch mal irgendwo hinkredenzen. Ist ein bisschen eng vielleicht hier, ne? Vielleicht ein bisschen ungünstig. Können wir ja mal hier an die Treppe packen. Da kommen wir auf jeden Fall dann auch noch durch. So. Hier unser Laptop. Na. Geht drauf. Sehr schön. So, das können wir rein theoretisch hier hinpacken. Haben wir dann Fenster? Nee, sehr gut. Wäre jetzt auch wieder ein bisschen komisch gekommen. Hier können wir mal den Spiegel hinpacken, dann wirkt das alles noch schön groß. So, hier haben wir momentan eh nichts, also packen wir das mal da rein. Hier haben wir unsere Bücher fürs Bücherregal, das wir nicht mehr besitzen. Das ist auch immer wieder ganz toll. Wow, wo ist das denn jetzt gelandet? Lol, okay. Nehmen wir einfach mal so hin. So, wo platzieren wir jetzt die Lampe hier hin vor Schreck? Wo sieht es dann halbwegs gut aus? Ja, da in der Mitte, würde ich sagen. So, und hier haben wir auch noch unsere Zuckerwatte. Ja, gut. Die packen wir auch mal hier in den Raum mit rein. Wenn ich es hinkriege. So. Jupp, ich hoffe, wir können sie benutzen. Und hier haben wir noch mal einen Spiegel aus dem Bad.
packen wir auch erstmal in den Raum rein. So, das sind die Möbel, die wir noch haben. Alles andere haben wir nicht. Heißt, wir werden uns als erstes mal hier um Bett kümmern. Wir stellen es hier rein. Ich habe gerade irgendwie ignoriert, dass wir ja auch ein Schlafzimmer brauchen. So. Bett. Am besten was, was nicht so teuer ist, ne? Aber hier dieses tropische Bett wäre ja eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Fände ich zumindest ganz gut. So. Packen wir jetzt erstmal so hin. Ich werde jetzt, glaube ich, hier auch noch nichts farblich anpassen. Weil mir dafür gerade irgendwie auch das Geld fehlt, ne? Das ist natürlich alles ein bisschen schade. So. Packen wir jetzt einfach mal hier die zwei Dinger hin. Ist das Fenster 2 breit? Warum passe... Hä? Achso, wir sind da nicht dran. Wollte gerade sagen, irgendwie ist das komisch. Das macht so keinen Sinn. So, dann brauchen wir noch ein Herd. So langsam wird das Geld knapp. Knapp. So. Und ein Rauchmelder wäre nicht schlecht. Eine Alarmanlage leisten wir uns erstmal nicht. Weil so viel haben wir ehrlich gesagt auch nicht. Wir brauchen noch ein Telefon. Ohne Telefon ist irgendwie schlecht. Okay, wir haben ja überall nur diese Dings, ne? Ja gut, aber eigentlich können wir auch auf unsere eigenen Telefone zurückgreifen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt da eins hängen haben. Ja, Musik wäre auch ganz nett, aber wir haben ja nicht mal gecoucht, geschweige denn Fernseher. Das ist alles ein bisschen schwierig. Wir könnten allerdings gucken, dass wir uns vielleicht eine Staffelei hinstellen. Und darüber uns hier so ein bisschen Geld ranholen. Okay, das ist jetzt sehr rot, aber mein Gott, ne? Stellen wir einfach erstmal hier hin. So, wenn wir Bilder malen, dann verdienen wir wenigstens noch ein bisschen was. Wenn wir jetzt gerade nicht arbeiten können. Flitterwochen, yay! Wir hätten wegfahren können für das Geld. Aber nein, wir haben ein neues Haus gekauft. Ich habe immer so tolle Ideen. Ach Mann. Ja, gut. Wir brauchen noch ein Klo. Dringend. Wie günstig kann man ein Klo kaufen? Ja, Schnäppchen. Nehmen wir das doch mal an der Stelle. Können wir uns noch eine Dusche leisten? Tatsächlich. Nehmen wir einfach die simple Dusche. So. Und da waren wir irgendwie arm. Wow, okay. Wir versuchen es einfach mal so, wie wir es jetzt haben. Hey, aber unser Haus ist riesig. Das ist doch super, oder? So, wir haben auch mega Hunger. Immerhin sind wir ausgeschlafen. So verdorbenes Essen haben wir jetzt auch im Kühlschrank. Das ist ja ein Träumchen. Wir gehen vielleicht mal ins Telefon. In der Hoffnung, dass uns irgendwas Gutes widerfährt. Widerfährt uns etwas Gutes. Nimm am fortgeschrittenen Kurs am Veranstaltungs- Kino Himmelsblau teil. Simoleons und Fähigkeiten. Ja. Ja. Wenn wir dafür... Ja. Wenn wir dafür auch noch Geld kriegen, so, ne, dann beschweren wir uns ja mal erst recht nicht hier, ne? Das können wir dann einfach nur wahrnehmen. Ja, da fragen wir nochmal nach, ne? Lol. So, wir gehen mal auf Toilette, eine Runde duschen. Und, ja, Essen wird rausgeräumt. Wir haben jetzt noch was da, sehr gut. Gameplay, Excel, Master, Data. Ach, der Kuchen, die Hochzeitstorte. Alles klar, wow. Hallo, Hochzeitstorte. Essen wir die vielleicht einfach mal. Gut, dass die hier so fehlerfrei im Spiel angezeigt wird. Ja, ist Dings-Content. Dann werden wir jetzt einfach hier mal duschen. Was essen ist vielleicht ein bisschen überflüssig, aber wir können hier trotzdem mal ins Bett. Seht ihr, wir haben gar keinen Hundenapf. Das ist ja natürlich ein bisschen schlecht. So, Napf, Spielzeug und... Brauchen wir jetzt unbedingt ein Hundebett? Das ist ganz schön teuer. Und nimmt viel Platz weg. Aber gut, wir haben keine Couch. Die Hundis kriegen ein Hundebett, ne? Wichtig. So. Wow. Preston singt mal wieder unter der Dusche. Immer wieder schön. So, der Kuchen haut rein. Perfekt. Wir werden Irina dann hier gleich mal bürsten. So, wow, der wird auch schon schlecht. Das ist ja ein Träumchen. So, dann müssen wir jetzt hier auch mal den Napf füllen. So. Preston geht schlafen, ne? Ja. So, Irina, lass dich mal bürsten. Danach wird der Napf gefüllt und wow, wir können das nicht wegräumen ohne einen Geschirrspüler. Ist das traurig, wir haben nicht mal ein Waschbecken. Also stinkt es von nun an dort ewig vor sich hin. Ist ja grandios. So, Irina, geh du mal als erstes hier aus dem Napf fressen.
zwecks Zeitersparnis. Wow, Irina, das ist nicht gut. Darüber müssen wir jetzt gleich mal reden. Das ist nicht gut. So. Da hilft auch der Napf nichts, ne? Rübe hat es wenigstens hingekriegt, rauszugehen. Das muss man jetzt einfach mal sagen, ne? So, und ausschimpfen für... Hä, können wir gerade gar nicht mal ausschimpfen? Lol, okay, gut. Dann sind wir einfach nochmal lieb und umarmen Irina nochmal. Wir sind ja da nicht so. Hier konsequentes Verhalten und so. So, gleich mal aufgewischt. Irina möchte auch gerne aus dem Napf fressen, aber gerade eher schwierig. Rübe ist noch nicht fertig. Rübe, sei mal ein Gentleman und lass mal Irina zwischendurch ran. Das wäre ganz toll. So. Und dann kannst du da auch was fressen. Alter, nein, der Napf ist voll. Alles wird gut. Er war nur besetzt. So, wir brauchen immer noch ein Waschbecken. Und warum ist uns schlecht? Ach, wegen dem Hochzeitskuchen. Der war halt nicht mehr gut, ne? Waschbecken. Kriegen wir noch hier irgendwie ein Waschbecken her? Okay, wir haben hier ein komisches irgendwas. Ich pack das da jetzt einfach hin, oder? Oder ist es einfach günstiger, das Ding hier hinzuhängen? Wir hängen das Ding da hin. Wir brauchen jeden Cent. Hilfe. So, jetzt weg mit dem Teller, damit das hier nicht so mega eklig ist. Und dann können wir mal versuchen zu malen. Wie sind denn unsere Fähigkeiten? Ja, eher scheiße, ne? So, ist ja schlecht. Dann malen wir jetzt einfach mal ein mittleres Gemälde. Und Preston, der schläft aus. Wir übergeben uns erstmal. Das ist ja nicht so schön. Da ist die Idee des Malens gleich wieder verworfen. Wir versuchen es einfach nochmal. So, Irina ist glücklich und satt. Das ist sehr schön. Dann kann sie sich ja auch nochmal ein Spielzeug holen. Und Rübe kann hier nochmal den Napf leer fressen. Dann passt das. So, Rübe muss auch mal gebürstet werden. Das organisieren wir vielleicht auch gleich nochmal. So, Rübe frisst noch und frisst. Yay, wir haben Urlaubsgeld gekriegt. Oh mein Gott, Urlaubsgeld. Ich habe mich noch nie so über Urlaubsgeld gefreut. So, Pflege, Bürsten, wichtig. Baden wäre vielleicht auch eine Option, aber wir haben nicht mal eine Badewanne. Das ist natürlich etwas schwierig. So, aber Rübe darf sich jetzt sauber fühlen. Da ist die Welt doch glatt in Ordnung. So, und dann machen wir hier jetzt mal ein Nickerchen. Nee, schlafen ist sinnvoller. So, Preston wurde gerade geweckt, kann das sein? Danke, Irina. Danke für nichts. Das ist ja wieder ganz toll hier. Wir schlafen weiter und Irina kann mal, weiß ich nicht, was anderes tun. Irina, leg dich doch einfach auch hier hin und schlafe. Stell dich doch nicht so an, Mensch. So, Helen malt ein Bild. Bitte lass dieses Bild ein paar Simoleons wert sein, sonst haben wir ein Problem. Hat Preston eigentlich jemals angefangen zu malen? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Nee, weißt du? Tara, Sarah, alle hier mega die Skills und Preston hat es einfach nie interessiert. Preston hat Roboter gebaut. Wir brauchen wieder einen Roboterkeller. Preston muss sein Roboterding ausleben. So, Energie steigt langsam, aber sicher. Was ist das eigentlich die ganze Zeit für ein Geräusch? Wo kommt das her? Hä? Hört ihr das? Ist es der Kühlschrank? Irgendwas ist hier laut. Hä? Ach nee, das ist hier die Zuckerwatte-Ding, ne? Ja, ich glaube, das ist das Zuckerwatte-Ding. Auch nicht schlecht. So, ich glaube wirklich, so wie das Bild aussieht, ist das nicht wirklich viel wert. Wir kriegen da, glaube ich, so ein minder schweres Problem. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt die 5000 Simoleons von unseren Verwandten bekommen haben. So, wir tun uns hier auch gleich mal den Unterricht an. 66 Simoleons und dafür haben wir den ganzen Nachmittag gemalt. Ey, ist ja traurig. So, wir gehen erstmal auf Toilette. Alles wird gut. Hier den Urlaub können wir sowieso streichen. Ciao. Ja, wir werden nicht in die Wüste fahren. Höchstens, um danach Wasser zu suchen, weil wir uns keines mehr leisten konnten. Ja, so schlecht geht es uns. Oh mein Gott, wir versuchen es wieder. Alles wird gut. So, Napf ist nicht mehr viel drin, aber es reicht halt noch so. Irina, weißt du was? Geh doch hier nochmal aus dem Napf fressen. Dann können wir den beim nächsten Mal füllen. Preston ist unterwegs, sehr schön. Ich hoffe, wir kriegen ordentlich Simoleons für diesen Auftritt. Ja, nicht nur 250 oder so, aber ich wette, es wird so viel. Höchstens 500, allerhöchstens, weil es der fortgeschrittene Kurs ist. Ach nee. So, aber wir haben gleich hier den nächsten Kreativitätspunkt. Dann können wir gleich mal das Bummel hier nachfüllen. Die 10 Simoleons haben noch 270. Nein, 200 gerade mal. Oh mein Gott. Ja, das lief ja ganz toll. So, können wir hier noch was essen?
Okay, der Kuchen wird nicht als verdorben angezeigt, aber ich wette mal einfach, dass alles verdorben ist. Das ist natürlich schlecht, aber Preston tut sich das jetzt einfach mal an, weil er es nicht besser weiß und dann ist gut. wir wollen unser Haus mit mindestens 2 Gemälden dekorieren. Okay, können wir erstmal hinpacken. Aber auch, guck mal, wir malen unser Midlife-Crisis-Auto, das wir uns nie leisten können. Aber gut, dass wir das als Wunsch genommen haben. Uns geht es damit gleich bestimmt richtig schlecht. So wie Preston mit seinem Essen. Vor allem, wir haben nicht mal eine Lampe hier in dem Raum, ne? Können wir uns eine Lampe leisten? Das wäre doch mal wenigstens was. Lampe? Ja, einfach nur die für 45 Simulants. Nee, komm, es geht noch günstiger. So, zack, richtig schön. Spotlight. So, als wenn du hier am Verhörtisch sitzt. So, okay, Essen war schlecht. Das haben wir festgestellt. Das können wir dann auch gleich mal wegräumen. So, und diese Torte ist halt immer noch da drin, ne? Die kriegen wir da so nicht raus. Die müssen wir dann schon tatsächlich richtig entfernen. So, besser wird's da nämlich nicht. So, vor allem Qualität noch lecker. Hä? Warum wird uns denn davon schlecht? Egal, wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Teller. So, Helen, leg los, schnapp dir was. Guten Appetit. In der Hoffnung, ihr wird nicht wieder schlecht. Können wir hier irgendwo Geld verdienen? Ich finde es in die Sims 3 echt schwer, sich hier einfach mal eine goldene Nase zu verdienen, ne? Das ist nicht so ganz leicht. Na gut, wir könnten für Trinkgeld spielen, aber jetzt nachts bringt das auch wieder eher nichts. Die Zeitung, okay, recyceln wir einfach mal. Bringt uns gerade auch nicht wirklich was. Wir können noch Liebesbriefe verschicken. Den Napf sollten wir bei der Gelegenheit nochmal föhnen. Wow, jetzt ist der Kuchen wieder schlecht. Ich hasse alles. Okay, lass uns bitte dieses eklige Zeug wegräumen. Warum? Können wir die noch verkaufen? Lol. Mensch, 43 Simoleons mit verdorbenem Kuchen. Das finde ich schon wieder gut. Nicht schlecht. So, wir werden einfach jetzt mal hier ein bisschen Spaß haben, würde ich mal versuchen. Warum kann ich hier gerade da? So, Schach spielen. Ja, komm, ich spiele ein Sportspiel. So, Helen räumt ab. Sehr gut. Und wir versuchen mal noch, das Bild hier fertig zu kriegen. Bevor wir hier richtig müde werden. So, oh, Preston ist schlecht. Okay, gut, wollte gerade sagen, warum hört er denn jetzt schon wieder auf zu spielen? Das ist ja ungewöhnlich. Aber da wird sich ins Klo übergeben. Was noch erstaunlicherweise gut aussieht. Ich hätte jetzt gedacht, das sieht viel ekelhafter aus. So, hier haben wir unser krasses Bild. Das müssen wir verkaufen. Weil wir sind arm und brauchen das Geld. So, wir wollen auch dringend den Napf füllen. Wir wollen auch hier unseren Dings wieder erweitern. Das ist sehr schön. Wir gehen mal hier noch auf Toilette, bevor wir uns gleich umdrehen und sie anderweitig nutzen. Ja, so ist vernünftig. Jetzt sieht das Klo richtig schlecht aus. So. Und gleich nochmal hinterher. Jawolla. So, damit sich das Putzen auch richtig lohnt. So, mach's noch kaputt. Dann ist die ganze Chose auch noch perfekt. So, sauber ist das Ding aber immer noch nicht. Achso, wir sind zu müde, um das sauber zu machen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal schlafen. Und überlassen das Ganze mal Preston. Ne? Glückwunsch. Du hast gewonnen. Du darfst das Klo putzen. Das läuft auch gut hier, ne? Ich finde die Rollenverteilung einfach herrlich. So, eine Runde duschen ist natürlich auch nicht schlecht. So, und was zur Hölle machen wir jetzt? Es ist 3 Uhr morgens gleich. Ganz ehrlich, wir müssen dieses Ding verkaufen. Es macht mich wahnsinnig. Dieses Geräusch. Oh Gott. Oh, diese Stille. Oh, wie schön ist das denn? Oh mein Gott. Dieses Geräusch hat mich echt wahnsinnig gemacht. So, wir haben jetzt wieder fast 1000 Simoleons. Eigentlich können wir hier mal gucken, dass wir uns vielleicht gerade in Bezug auf die Stille auch nochmal ein Radio leisten. Machen wir hier so auf Plattenspieler? Okay, das Casino-Ding. Ja gut, vielleicht platzieren wir das Radio erstmal hier auf dem Fußboden. Gott, war das teuer, 200. Jesus Maria, warum ist das so teuer? Oh, das war schon ein bisschen hier, ne? Haben wir noch irgendwas, womit wir Geld verdienen können? Ich bin langsam am Verzweifeln. Ich meine, eine Gitarre haben wir ja jetzt. Brauchen wir noch irgendwas anderes dringend? Eine Badewanne vielleicht oder so? Aber ich glaube, wir sparen halt trotzdem einfach mal da drauf. So, machen wir mal an das gute Stück. So.
lautstärkemäßig hören wir sogar was. Ich bin ja von Grund auf begeistert, aber ich würde trotzdem vorschlagen, wir legen uns hier nochmal eine Runde schlafen. Irina, du willst doch jetzt wohl nicht in dieses Bett krabbeln und schon gar nicht Helen wecken. Also ich hasse das, wenn die Hunde die Sims anfangen zu wecken, einfach so mitten in der Nacht. Da, oh, nee, warum? Völlig ohne Grund. So, aber gut, wir gehen da jetzt einfach eine Runde kauen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und, weiß gar nicht, liegt hier noch ein, da liegt noch einer rum. Kann Rübe gleich auch nochmal machen. So, da fühlt sich auch noch der Wunsch. Ein bisschen was gefuttert haben wir, sehr schön. So, Irina kommt nicht an den Knochen ran. Was ist da los? Das ist ja merkwürdig. Aber, ja, wie das Chaos hier weitergeht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!